Im März 2021 haben wir unsere erste CD aufgenommen. Die CD heißt Ernsthaft. Und da beschäftigen wir uns mit Liedern von Alexander von Zemlinsky, Arnold Schönberg und Sven Daiger. Und alle diese drei Komponisten haben sich auf ihre Art und Weise mit dem Berliner Überbrettl auseinandergesetzt. Das war das erste deutsche literarische Kabarett. Die Idee dazu kam uns, als wir uns mit der Musik von Arnold Schönberg und auch Alexander von Zemlinsky beschäftigten. Diese beiden Komponisten schrieben eben Kabarettlieder, was uns sehr amüsant erschien, da wir doch Schönberg und Zemlinsky bisher immer nur von ihrer sehr ernsten Seite kannten. Wir befinden uns im Jahr 1901, weil in diesem Jahr wurde das Berliner Überbrettl gegründet. Wir befinden uns aber auch im Jahr 2021, denn der Komponist Sven Daiger hat für unsere CD Lieder geschrieben. Diese Idee, die Schönberg und Zemlinsky hatten, in ihren Liedern in die Jetztzeit zu bringen. Also dieses Witzige und sehr Ernsthafte wollten wir einfach mal hören, wie es klingt von einem Komponisten, der eben noch lebt. Gern nochmal. Was wichtig war für unsere erste CD, war, dass wir eben nicht Standards aufnehmen wollten, Schubert, Brahms, Wolf oder so, sondern wir wollten Lieder finden, die man vielleicht nicht ganz so oft hört. Und dann wollten wir eben genau diesen stilistischen Bruch auch finden zur Moderne hin. Das Überbrettl, das wurde 1901 von Ernst von Wolzogen gegründet und es gab es nur ganz kurz, nur 2 Jahre bis 1903, aber es schlug quasi ein wie eine Bombe. Die Interpreten und auch die Dichter, die dort auftraten, hatten auch Rang und Namen, also die kennt man heute auch noch, also wie zum Beispiel Christian Morgenstern, Detlef von Lilienkron, Viktor Holländer, Oskar Strauss, Otto Schnitzler, Frank Wedekind. Schönberg und Zemlinsky schrieben für dieses Berliner Überbrettl ihre Lieder. Wolzogen wollte ja quasi eine Brücke schlagen zwischen dem bereits existierenden sehr intellektuellen Theater und dem sehr oberflächlichen Varieté, was es auch schon gab. Diese Musik, die wir auf unserer CD jetzt auch aufgenommen haben, diese Brettl-Lieder, sind kompositorisch durchaus anspruchsvoll, aber haben ständig eben den Witz und immer irgendwie was Frivoles, Anzügliches, was man damals wahrscheinlich nur hinter vorgehaltener Hand hätte sagen dürfen. Dann stülp ich die Katze auf meine Glatze, dann streichelt die Freundin die Katze und lacht. Opus 2 und Opus 13, jeweils also von Schönberg und von Zemlinsky, sind spätromantisch, leidenschaftlich, sinnlich, also zeigen nochmal einen relativ starken Kontrast zu diesem Humor. Viel Witz auf der CD, aber eben auch tiefe Leidenschaft und dann ernste Themen wie den Tod, die Vereinsamung. Die drei Schwestern wollten sterben, setzten auf die güldenen Kronen. Ich finde es ja auch toll, dass wir dieses Wahnsinnige mit drauf haben, weil in
Liedern geht es ja oft um Liebe, viel Naturbetrachtung, also das, was man so aus dem romantischen Lied kennt. Aber das finde ich schon sehr besonders bei unserer Stückauswahl. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. So ist es.